Sie haben sicher alle schon mal aus dem Telefonhäuschen heraus telefoniert. Und Sie kennen den Effekt. Es geht niemand aus der Telefonzelle, ohne am Ende zu schauen, wir nehmen jetzt einen Automaten mit Münzen, auch wenn Sie mit Karte telefonieren, aber es gibt auch Münzen da. Geht niemand raus, ohne zu gucken, ob in dem kleinen Fach was drin ist. Auch wenn Sie mit Karte telefoniert haben und gar nicht erwarten dürften, dass von Ihrem Telefonat was drin ist, gucken Sie. Und wenn es da ein Fuffskal finden oder einen Markt, dann freuen Sie sich. Richtig? Jetzt hat man ein Experiment gemacht. Man hat Telefone präpariert. Manchmal war eine Münze drin, manchmal nicht. Ganz zufällig. Dann hat man eine junge Versuchsleiterin deponiert. In der Nähe der Zelle. Mit einem Stapel Bücher. Dann hat man ihr ein Signal gegeben, wann der Typ oder die Typin da drin gerade am Aufhängen ist und da reinguckt, wie Sie wissen. Und wenn diese Person rauskam, ging unsere Versuchsleiterin vorbei, gab vor zu stolpern und warf ihre Bücher in den Dreck. Frage ist, sind die Leute hilfsbereit? Sind sie hilfsbereiter, wenn sie Zehnerl gefunden haben? Was meinen Sie? Erhöht es die Hilfsbereitschaft? Ja. Um wie viel? Würden Sie sagen, dass es bis zum Verdoppeln gehen könnte? Zum Verdreifachen? Viermal so hoch war die Wahrscheinlichkeit zu helfen, wenn man einen lumpigen Dein gefunden hat da drinnen. Ein 10-Cent-Stück. Viermal so hoch. Sehen Sie, das ist der Übertragungseffekt. Der Typ findet die Münze, oder die Typin, nicht, ist ja klar, findet die Münze, freut sich, kommt raus, ist ein Mensch in Not. Man hilft. Das nennen die den guten Samariter-Effekt. Und wir haben draußen am Bücherstand ein Buch, da können Sie das nachlesen, ein phänomenales Buch von Matt Weinstein, das jetzt als MVG-Taschenbuch vorhanden ist. Das war vorher ein Hardcover bei Überreuter mit einem unmöglichen Titel. Und dieser Mann berichtet darüber und sein Freund hat es gemacht, ein gewisser Dale Larsen, Psychologe. Und draufgekommen ist der Weinstein, weil er mit dem Larsen durch die Gegend gejoggt ist und der Larsen ab und zu einen Dime über seine Schulter warf. Sagt er, was soll denn der Scheiß? Und dann hat er ihm erzählt von der Studie und dem Samariter-Effekt. Er hat gesagt, jeder, der so einen Dime findet, der freut sich. Damit habe ich jemandem eine kleine Freude gemacht. Und das könnte er per Übertragungseffekt auf andere Menschen dann beeinflussen. Und der Weinstein, der fand das so toll, die haben sich dann Sachen ausgedacht. Zum Beispiel, sie müssen an einer Mautstelle durch, wo sie so, was will ich, in Dollar zahlen, keine große Summe. Und die Firma, also Weinsteins Firma, zahlt allen Mitarbeitern, die also in der Nähe von so einer Tollbooth sind oder regelmäßig drüber müssen, sagt er, wir bezahlen ihnen die Toll, also die Maut, und wir bezahlen die Maut für den Wagen hinter ihnen. Jetzt zahlen die regelmäßig für das Auto hinter ihnen. Jetzt kommt der Wagen dahinter und sagt, ja, ist schon gezahlt worden. Wie bitte, was? Ja, der Wagen da vorne ist für Sie gezahlt. Was, wieso denn das? Sehen Sie? Das ist der Übertragungseffekt. Wenn Sie eine kleine Freundlichkeit in die Welt hinausschicken. Man kann im Englischen wieder sehr schön mit der Sprache spielen. Wenn zum Beispiel etwas kaputt gemacht wird, Vandalismus und so weiter, dann heißt das Random Acts of Aggression. Also Zufallshandlungen von Aggression. Da gibt es eine Gruppe in Amerika, die hat gesagt, warum machen wir nicht Random Acts of Kindness? Also Zufallshandlungen der Freundlichkeit. Und wir haben in unserem Birkenbillbrief vor einem Dreivierteljahr ungefähr die Freundlichkeitenkette vorgestellt, die ich in der Oprah-Show gesehen habe oder erklärt bekommen habe. Also Sie wollen jemand einen Gefallen tun, sagen wir mal ihm. Und er hat ein Problem und er braucht Hilfe. Und man nimmt nicht so gerne Hilfe an, nicht, von jemand. Und man möchte dann gerne was zurückgeben und man kann oft nicht so richtig zurückgeben. Und dann sagt man, okay, wir machen eine Kette draus. Der Nächste, der Hilfe braucht, dem hilfst du dann. Dann hat er das Gefühl, er kann diese Pflicht quasi abarbeiten. Er ist ja jetzt geladen, Übertragungseffekt. Er ist ja jetzt positiv geladen. Er will ja was Positives tun. Er brennt ja darauf, was Positives zu tun. Aber uns kann er im Moment nichts Positives tun. Vielleicht jemand anderen. Ich kann die Maut zahlen für den hinter mir, zum Beispiel. Oder ich kann
mir irgendwelche Sachen ausdenken, bezogen auf bestimmte Leute, die ich kenne, und das vorher planen. Zum Beispiel schreibt der Weinstein, er hatte mit einem Freund sich verabredet, er hatte anderthalb Stunden, hätte er gehabt, zwischen zwei Flügen, in dessen Stadt, und dann war seiner aber doch so verspätet, dass nur eine halbe Stunde übrig blieb, dann war er sehr enttäuscht, weil er mit ihm hätte essen gehen wollen, sagt er, komm mit, und dann hat er ihn in die Parkgarage geschleift, er sagt, wir können jetzt nicht essen fahren, sagt er, halt die Klappe, komm mit, und neben seinem Wagen hat er einen Campingtisch hingetan, Sekt, alles, und dann haben die da Picknick gemacht, in der Parkgarage, so in der Nähe des Geländers oder was, und haben da ihre Mahlzeit eingenommen. Das sind so random acts of kindness. Damit hat er wirklich nicht gerechnet. Er war so enttäuscht, wie er merkt, der Flug verspätet sich und noch 10 Minuten und noch 10 Minuten. Und langsam sah er sein Mittagessen mit seinem Freund nicht den Bach runtergehen. Und dann hat er es doch noch gekriegt. Also das sind so Geschichten. Wir übertragen unsere Gefühle auf andere. Wir lösen regelrechte Schneeballsysteme aus. Wenn wir uns dazu bequemen, ab und zu mal in der Richtung was zu unternehmen.